Für das Unikat habe ich eben extra das Pirzellan erfunden. Ich habe mich komplett auf das Gießverfahren beschränkt. Das heißt, ich baue Modelle. Von dem Modell nehme ich eine Form ab. Diese Form kann ich dann später zum Produzieren des Porzellans verwenden. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist erstmal eine klare Form, die sich nicht zu wichtig macht. Diesen Unterschied zwischen diesen Biskuiten, also matten Flächen, und den glänzenden, den glasierten Flächen. Das ist für mich einfach nochmal ein Kontrast. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein 0815-Produkt irgendwo kaufe oder eben ein individuell gefertigtes Produkt.